Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Psst! Nicht weitersagen. Was erwartet euch Monat Juni 2018? Ihr werdet ein wichtigen Treffen haben. Entweder im privaten Bereich eine wichtige Begegnung, ein wichtiges Gespräch, entweder eine neue Bekanntschaft oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Aber dieses Treffen, dieses Gespräch hat eine wichtige Bedeutung, weil das hilft. Dieses Treffen kann auch ein Termin sein und auch ein wichtiges Gespräch im Bereich Beruf, Berufung oder Finanzen. Es verändert sich etwas in eurer Umgebung. Entweder habt ihr neue Nachbarschaft oder wird etwas umgebaut, verändert. Bei manchen bedeutet diese Veränderung ein Umzug, eine neue Umgebung. Ihr verschönert etwas. Entweder verschönert das Haus oder Wohnung oder verschönert das Garten oder ihr achtet auf die Körperpflege, verschönert etwas. Kosmetik, ein neuer Haarschnitt, neue Kleider oder Abnehmen. Ihr achtet auf die Schönheit und Ästhetik. Ihr könnt mit einer Überraschung rechnen, ein Geschenk oder eine Einladung. Ihr werdet viel zu tun haben und achtet bitte darauf, dass ihr auch zur Ruhe kommt. Also könnt ihr mal auch die Pause. Im Allgemeinen gibt es eine berufliche Verbesserung. Wo ihr aufpassen sollt, das ist die Kauf und Verkauf. Bei Einkaufen gut überlegen, braucht ihr das überhaupt oder achtet bitte auf die Preise, dass es nicht zu überteuert wird. Und bei Verkauf auch achtet auf die Verträge und auch auf die Preise. Kunst, Kreativität, auch Spiritualität hat auch eine Bedeutung, weil in diese Richtung bewegt sich etwas. Entweder eine neue Richtung, eine neue Hobby, eine neue Aufgabe oder Treffen mit anderen Menschen, Begegnungen oder schließt euch ein in eine Gruppe oder macht ihr die Hobby als Berufung, das heißt macht euch selbstständig in diesem Bereich Kunst, Kreativität und Spiritualität. Ihr werdet mit netten Menschen begegnen und daran liegt auch das Glück. Was die Liebe-Partnerschaft betrifft, ihr werdet etwas aufgeben. Nicht aufopfern, sondern etwas aufgeben. Andere Gedanken zu kommen oder verändern die Einstellung bezüglich auf die Partnerschaft oder gibt etwas auf euren Gewohnheit, wie zum Beispiel Eifersucht oder Zweifel. Und dadurch ändert sich und verbessert sich die Liebe-Partnerschaft. Ihr werdet viel Gefühl zeigen und auch viel Gefühl empfangen. Und ihr werdet Monat Juni auch sehr viel Mut haben. Und das war meine Botschaft für Juni 2018. Aber nicht weiter erzählen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.